Grüß Gott, ich melde mich vom Franziskanerkloster auf dem Kreuzberg in der Rhön, Bruder Corbinian. Im Rahmen unserer Aktion Ein Gedanke für dich haben wir ja in der Zeit der Adventszeit immer wieder an den Bändern in der Kirche, die die einzelnen Bänke absperren, damit wir Corona-bedingt die richtigen Abstände waren bei den Gottesdiensten, kleine Impulse gegeben, hingehängt, damit diese Bänder, die Abstand wahren, helfen, zu Verbindungsbändern werden zwischen mir und Gott, vor allen Dingen aber die Verbindungsbrücke schlagen zu mir selbst. Nun, so kurz vor Heilig Drei König unterstützen wir die Sternsinger-Aktion, indem wir die Impulse über diese Aktion und über die Sternsinger an die Bank gehängt haben. Ein Segen für Sie, so ist der Titel der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Natürlich Corona-bedingt nicht so, wie wir es von früher her kannten, wie es noch im letzten Jahr war. Ich kann mich auch noch sehr gut an meine eigene Sternsinger-Zeit in den späten 1960er Jahren erinnern. Ich weiß auch noch, ich hatte jahrelang, glaube ich, das gleiche Verschen, die gleiche Liedstrophe. Christus segne dieses Haus und die Menschen, die darin gehen, ein und aus. Die Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt, das wünschen die Weisen aus dem Morgenland. Oft war ja der Sternträger ein gefragter Posten, weil der konnte ja sein Verschen auf den Stern schreiben oder kleben, was natürlich verpönt war eigentlich. Und wehe, es war dann dunkel in dem Gang und er konnte nicht lesen. Und rumgestottert, dann hat er natürlich sein Spott weggehabt. Die Sternsinger-Aktion, sie hat den Hintergrund. Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus, dass Weisen aus dem Morgenland sich aufgemacht haben und sie werden dort auch als Sterndeuter bezeichnet. Und nach einem Irrweg kommen sie an den Ort, wo der Stern sie hingebracht hat. Und dann heißt es, sie gingen in das Haus, sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann brachten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Und weil es eben drei Gaben aufgezählt sind, hat es in der Tradition dann ja eben die drei Sterndeuter und dann wurden aufgrund der Gaben drei Könige daraus, die das göttliche Kind gesucht haben. Die Aktion wird durchgeführt von Kindermissionswerk Die Sternsinger. Das ist ein Kinderhilfswerk der katholischen Kirche mit Sitz in Aachen und unterstützt wird dieses Kindermissionswerk immer auch vom BDKJ und sonstigen katholischen Jugendverbänden, damit sehr viele Jungen und Mädels unterwegs sein konnten in der Vergangenheit. Ja, es geht darum, dass Kinder helfen und den Ursprung bildet der Verein der Heiligen Kindheit 1846 gegründet in Aachen. Und 1922 ernannte Papst Pius XI. Diesen Verein zum päpstlichen Werk und so wurde das Kindermissionswerk daraus. Ein Segen für Kinder in der Not heißt es in dem Flyer und auf der Rückseite sind dann nochmal auch ganz die Kontendaten, weil gerade in diesem Jahr ja nicht persönlich gesammelt werden kann. Und so hängt dieser Flyer, wie gesagt, auch bei uns. Und ich habe aber nicht nur diesen Flyer, ich habe dazu
ein kleines Paket gemacht, was so klassisch dazugehört, damit die Sternsinger kommen. Der Flyer, Weihrauch, Kohle und der Segensspruch. Vielleicht wissen Sie es auch so, Kaspar, Melchior, Balthasar heißen die heiligen drei Könige in der Volkskunde, in der Tradition. Aber da komme ich dann noch drauf. Weihrauch, so kennen Sie ihn wahrscheinlich, diese kleinen Perlchen, und Sie brachten ihn mit. Weihrauch war etwas ganz Kostbares in den früheren Zeiten. Und ich habe zwei Sorten zusammengemischt, einen Rosenweihrauch und einen Zitronenweihrauch. Vielleicht ein bisschen eine andere Form, als man sonst so kennt. Ja, es gibt verschiedenste Weihräuche, und aber auch sowohl, wenn man verbrennt und der Rauch wird als Weihrauch bezeichnet, aber auch die Harze werden als Weihrauch bezeichnet. Das geht zurück schon auf alte ägyptische Traditionen, und es ist ein Harz, das gewonnen wird, und über einen längeren Zeitraum dann verarbeitet. Vor allen Dingen in Somalia, im südlichen Arabien, Eritrea, Äthiopien und Sudan wird heute noch Weihrauch hergestellt. Ganz klassisch, Äthiopien sind für uns verbunden mit den ersten Christinnen und Christen, aber auch die alten orientalischen Kirchen haben nach Äthiopien und nach Ägypten ihre Wurzeln und Verbindungen. Und auch die Weihrauchstraße ging durch Gaza. Und so ist der Weihrauch aus dem Heiligen Land immer etwas ganz Gefragtes. Wie gesagt, in dem Päckchen ist ein Zitronenweihrauch und ein Rosenweihrauch. Also in diese Harze werden dann verschiedene ätherische Öle mit eingearbeitet, verarbeitet, und dann ergibt es eine besondere Farbe, aber auch einen besonderen Duft. Und schon früh wurde der Weihrauch auch als desinfizierend verstanden und auch in der Medizin verstanden. Und ich habe es schon mal gesagt, auch so ein bisschen gegen die bösen Geister verwendet. Ich kenne es von zu Hause, dass wir in den Rauhnächten, also in den Nächten zwischen Weihnachten und einschließlich Heilig Dreikönig, mit einem Weihrauch fast durch das Haus gegangen sind, zu Hause bei mir, aber auch in den Ställen im Oberbayerischen war das durchaus üblich. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Sortiment von Weihrauch, den wir hier auf dem Kreuzberg haben. Hintergrund ist einfach, dass wir Mitbrüder im Heiligen Land haben, die beim Besuch auf dem Kreuzberg, angezogen durch die schöne Gegend und wissend um die Wirtschaft und um das Bier, natürlich auch Gastgeschenke mitgebracht haben. Und das waren dann diese Weihräuche, diese Harze aus dem Heiligen Land. Rechts unten, so wie Sie in diesen kleinen Körnchen gewohnt sind, vielleicht oben rechts größere Stücke aus Äthiopien. Das ist ein sehr edler Weihrauch, der von der Größe her auch zeugt, dass er sehr lange gereift ist. Dann daneben oder so zwischendrin ist sehr helle, das ist Zedernweihrauch, der im Tempel in Jerusalem als Abendopferweihrauch verwandt wurde. Und dann haben wir aber auch daneben noch ganz am linken Rand einen aus dem fränkischen Bereich her, der sich dann, Sie hören es in der Büchse ein bisschen, das ist Kilians Weihrauch, also hier der Patron. Und ganz unten sehen Sie einen anderen Form, das ist Myrrhe. Auch davon haben wir gelesen, dass
die heiligen drei Könige Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht haben. Myrrhe ist auch eine Form von Harz und wurde sehr, ja, eingesetzt schon sehr früh in der Medizin. Es gibt aromatisch duftende ätherische Öle, wenn man ihn verbrennt. Es wurden aber schon in früheren Zeiten Salben gemacht zum Einbalsamieren von Toten. Also wir hören dann ja auch in der Osternacht, am Morgen des Ostertages, dass die Frauen unterwegs waren mit den Salben, um das zu tun, was nach dem Brauch, im Totenbrauch üblich war an Jesus. Auch heute wird Myrrhe noch vielfältig genutzt. Es ist in Seifen, Lippenstiften, Mundwasser, Zahnpasta, aber auch zu Heilszwecken. Damit das Ganze aber auch zu dem wird, was wir, wie wir Weihrauch kennen, nämlich diesen Rauch im wahrsten Sinne des Wortes, braucht es auch Kohle. So ansonsten sind es ja einfach nur Stückchen, Harzstückchen. Und dann zum Schluss der Segensspruch. Das neue Jahr 2021. Und dazwischen Kaspar, Melchior, Balthasar. Nein, das ist der Segensspruch. Christus mansionem benedictat. Christus segne dieses Haus. Und die drei Kreuzchen dazwischen erinnern an den großen liturgischen Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so soll das Haus gesegnet sein, das neu geboren ist und ja, einen guten Verlauf haben soll. Deswegen kommen die Heilig Drei Könige und bringen den Segen. Kinder helfen Kinder, Kinder sind unterwegs, um den Segen zu uns Menschen zu bringen. Kinder freuen sich auch, dass sie Segensbringer sein dürfen, dass sie helfen können und dass sie vielleicht auch, so ging es mir wenigstens damals immer, so die Umgebung der Heimat auch mal ein bisschen anders kennenlernen können und Freude bringen den Menschen bei den Besuchen, wenn wir damals gekommen sind und geschellt haben und dann hineingegangen sind. Und es gab ja immer Geld für die Aktion, die mir und dann aber auch ja, etwas Süßes. Es ist ja noch Weihnachtszeit. Und so sind wir oft, ja, eigentlich immer gut beschenkt, reich beschenkt ins Pfarrheim zurückgekommen, wo dann alles auf einen Haufen kam. Das Geld, natürlich gezählt, damit alle wussten, wie viel jede Gruppe hatte. Und die Süßigkeiten. Und in den letzten Jahren, dem Verein, wo ich dann noch tätig war, war es dann so, dass ein Teil eben man sich ausgesucht haben, die Kinder, Jugendlichen ausgesucht haben und das andere an die Tafel gegangen ist. Um nochmal klarzumachen, wir teilen, wie Gott seinen Segen geteilt hat. So teilen wir und bringen Segen. Und am Neujahrstag haben wir auch den alten aaronitischen Segen gehört, die Zusage,